Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Beamtentest Vorbereitung. Ich bin Lukas Weigersdorfer, ich bin Diplom-Verwaltungswirt und heute sprechen wir über die Ausbildung zum Verwaltungswirt. Ich werde euch heute erklären, was diese Ausbildung genau ist, was es damit auf sich hat, wer diese Ausbildung anstreben kann, wo man zum Verwaltungswirt ausgebildet wird und wie diese Ausbildung eigentlich abläuft. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem neuen Video. Ja, wie schon gesagt, heute geht es also um die Ausbildung zum Verwaltungswirt und zunächst einmal einige allgemeine Informationen über diese Ausbildung. Es handelt sich hierbei um eine Berufsausbildung in einem Beamtenverhältnis bzw. in der Beamtenlaufbahn. Wenn du einen mittleren Schulabschluss, also den Realschulabschluss oder mindestens den qualifizierten Mittelschulabschluss vorweisen kannst, kannst du dich grundsätzlich bei Verwaltungsbehörden um eine Ausbildung zum Verwaltungswirt bewerben. Wichtig zu wissen also, mindestens ein mittlerer Schulabschluss muss vorliegen und es gibt noch einige weitere persönliche Voraussetzungen, über die wir aber gleich sprechen werden. Die Ausbildung selbst ist eben eine Ausbildung in einem Beamtenverhältnis. Das bedeutet, wer diese Ausbildung beginnt, wird zum Beamten auf Widerruf ernannt und für diese Ausbildungszeit bist du in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf. Nach Ende dieser Ausbildung braucht es zunächst die Probezeit von 2 Jahren, bis du dann auf Lebenszeit verbeamtet wirst. Als Beamter gelten für dich besondere Gesetze wie das Beamtenstatusgesetz und auch deine Bezüge, später einmal Pensionsansprüche, richten sich eben nach speziellen beamtenrechtlichen Vorschriften. Du bist also kein Arbeitnehmer, sondern du bist dann einmal Beamter. Jetzt sprechen wir über die weiteren Voraussetzungen. Wenn du dich für diese Ausbildung bewirbst, dann bewirbst du dich ja in der Regel bei einem Landratsamt oder bei einer Regierung in deinem Bundesland. Das heißt, es gibt eine gewisse Behörde, die du ansprichst, beziehungsweise bei der du dich bewirbst. Wenn du dich bewirbst, wie schon gesagt, Schulabschluss ist das eine Thema, zum anderen aber auch einige persönliche Voraussetzungen. Man wird dich, bevor man dich, ja, auf Widerruf verbeamtet, zum Amtsarzt schicken. Der Amtsarzt macht einen Gesundheitscheck. Das ist kein Sporttest, das ist ein Gesundheitscheck, bei dem dein gesundheitlicher Ist-Zustand untersucht wird. Das ist also eine weitere Voraussetzung. Darüber hinaus natürlich das Einstellungsverfahren für Verwaltungswirte. Dieses Einstellungsverfahren musst du mit Erfolg durchlaufen und zudem musst du Deutscher bzw. Deutsche im Sinne des Artikel 116 des Grundgesetzes sein, also die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Alternativ dazu die Staatsbürgerschaft eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates. Du findest hier oben ein Video von mir zum Thema Beamter werden ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Dort sprechen wir ausführlicher darüber, was für Personen gilt, die keine deutsche Staatsbürgerschaft vorzuweisen haben. Auch diese Personen können in den öffentlichen Dienst einsteigen. Wie gesagt, in diesem ausführlichen Video dazu, das ich dir hier oben verlinken werde, findest du mehr Informationen dazu. Wer jedoch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, für den ist das Thema erst einmal klar. Jetzt habe ich gerade schon über den Punkt Auswahlverfahren für Verwaltungswirte gesprochen. Das ist wohl eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt. Natürlich die deutsche Staatsbürgerschaft, der entsprechende Schulabschluss, alles wichtig und vorab kann man das ja sofort abklären, besitze ich das nicht. Aber dann kommt eben das Auswahlverfahren, denn mit der Bewerbung allein ist es noch nicht getan. Zunächst einmal ist aber schon dieser Schritt wichtig. Die Initiative geht natürlich vom Kandidaten aus. Du suchst dir die Behörde aus, bei der du dich bewerben möchtest. Mein Tipp, recherchiere beispielsweise auf der Internetseite deines Landratsamtes oder der nächsten Gemeinde oder auch einer größeren Stadt, gerade wenn eine Stadt in deinem Umland liegt mit 30, 40.000 Einwohnern oder mehr, dann werden dort meiner Erfahrung nach regelmäßig Verwaltungswirte ausgebildet und diese Behörden können dann dein Dienstherr sein. Also bei diesen Behörden kannst du dich bewerben, recherchiere dort online oder rufe in der Haupt- bzw. in der Personalverwaltung an und informiere dich darüber, welche Ausbildungen angeboten werden. Achte besonders auch darauf, auf den Bewerbungszeitraum, denn bei den allermeisten Behörden gibt es eben einen vorgegebenen Bewerbungszeitraum jedes Jahr, in dem man sich bewerben kann. Wenn du diese Eckdaten abgecheckt hast, kannst du dich also bewerben. Entweder die Behörde bietet ein Online-Bewerbungsportal oder die Bewerbung per E-Mail wird angeraten oder auch eine schriftliche Bewerbung. Das alles macht aber die Behörde oder das entscheidet die Behörde, bei der du dich bewerben möchtest. Die Bewerbungsunterlagen selbst bestehen aus einem im Idealfall ansprechenden Anschreiben,
Hinzu kommt ein Lebenslauf und die letzten beiden Schulzeugnisse. Das sind die Hauptanforderungen, die immer gestellt werden. Wenn deine Bewerbung überzeugen konnte und du ein interessanter Kandidat oder eine interessante Kandidatin bist, dann wirst du zum Einstellungstest eingeladen. Es gibt hier verschiedene Konzepte. Es gibt Online-Testverfahren, also du bekommst online einen Zugang für ein Portal, in dem du einen Test durchläufst. Aufgaben über Mathematik, Logik, Konzentration und Allgemeinbildung, das ist hier die Regel. Die andere Möglichkeit, einen schriftlichen Einstellungstest vor Ort in der Behörde, auch das ist möglich. Dann wirst du gemeinsam mit den anderen Bewerberinnen und Bewerbern eingeladen. Also jeder, der eine interessante Bewerbung vorlegen könnte und einmal grundsätzlich ein interessanter Kandidat ist, der wird zu diesem Test eingeladen. Im Test selbst kommen also vor allem Aufgaben im Bereich Mathematik, logisches Denken, Konzentration, aber auch Allgemeinbildung und vor allem deutsche Sprache immer wieder vor. Das sind die wichtigsten 5 Prüfungsthemen, mit denen man sich auch dringend vorab auseinandersetzen muss. Wer also ein ernsthaftes Interesse an dieser Ausbildung mitbringt und sich wirklich anstrengen möchte, der muss sich vorab für diesen Test vorbereiten. Denn nur wenn du dich entsprechend gut vorbereitest, hast du dann auch die Möglichkeit, gut zu bestehen. Und nur wer ein gutes Testergebnis hat, der wird dann zum Vorstellungsgespräch oder ins Assessment Center eingeladen. Also du siehst an dieser Stelle schon, das Auswahlverfahren für Verwaltungswirte, das umfasst verschiedene Stationen. Von der Bewerbung hin zum Einstellungstest, bei dem es verschiedene Typen gibt, Online-Testverfahren und schriftliche Tests in der Behörde und dann schließlich das persönliche Interview in der Behörde selbst. Im Interview sitzen dir dann meistens ein künftiger Vorgesetzter gegenüber, jemand von der Personalstelle, vielleicht noch der Behördenleiter. Das kommt auch auf die Größe der Verwaltung an. Bei größeren Behörden kann nicht immer der Dienststellenleiter bei jedem Gespräch dabei sein. Das kommt auch darauf an, für welche Ausbildung man sich bewirbt und eben wie groß die Dienststelle ist. Aber falls du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, schon einmal herzlichen Glückwunsch, dann hast du es im Auswahlverfahren schon weit geschafft. Dann rechne damit, dass dir 2 oder vielleicht sogar 3 Personen gegenüber sitzen. Das Interview selbst, das dient jetzt dazu, um herauszufinden, ob du als Person gut ins Team passt, ob du gut in die Behörde passt, ob du die Soft Skills mitbringst und wie du im persönlichen Gespräch rüberkommst. Das ist letztendlich sehr, sehr wichtig in diesem persönlichen Gespräch und dazu erfährst du auch mehr in unserem Online-Testtrainer für Verwaltungswirte. In unserem Online-Testtrainer zeigen wir dir zum einen alle Übungsaufgaben, die wichtig sind für diesen Test. Du kannst darin mit der Plakus Akademie üben. In der Plakus Akademie haben wir insgesamt über 1000 Aufgaben zu all diesen verschiedenen Testbereichen. Das bedeutet, du findest dort Aufgaben zum Thema Logik, Mathematik und Konzentration, deutsche Sprache und natürlich auch Allgemeinbildung. Mit dem adaptiven Lernsystem von Plakus stellen wir sicher, dass du mit unseren Aufgaben nicht überfordert wirst und auch nicht unterfordert wirst. Wir sehen zunächst einmal, wo du in diesen Bereichen stehst, welche Bereiche dir mehr Schwierigkeiten bereichen, in welchen Bereichen du besser bist. Das bedeutet, du beginnst mit dem Training und das Programm stellt sich auf dich ein. Wenn du sehr stark bist in Logikaufgaben, dann wird das Niveau auch schneller schwieriger. Also wenn du Stärken hast in einem gewissen Bereich, dann merken wir das und präsentieren dir auch anspruchsvollere Aufgaben. Wenn du jedoch gewisse Schwächen hast in bestimmten Aufgaben und das hat so gut wie jeder Bewerber, keiner kommt von Anfang an und kann alle Aufgaben, wenn das der Fall wäre, müsste man ja nie etwas lernen. Dementsprechend, je nachdem, wo deine Stärken sind, dort werden die Aufgaben schwieriger. Wenn du aber in gewissen Bereichen Schwächen hast, dann werden wir dir zu Beginn einfachere Aufgaben geben. Das Level wird also niedriger und wenn du dann mit den einfacheren Aufgaben mehr Erfolge erzielst und diese immer besser bearbeitest, dann erhöht sich auch das Niveau. Das heißt, wir sorgen dafür, dass du dich auch steigern kannst und dich wirklich effektiv und zielgerichtet auf deinen Einstellungstest vorbereiten kannst. Das Üben mit der Plakus Akademie ist also eine sehr gute Möglichkeit für die Vorbereitung auf deinen Einstellungstest. Außerdem kannst du mit unseren Videotesttrainern noch vieles weiteres über das Auswahlverfahren lernen. Wir zeigen dir, wie ein Interview abläuft, wie ein aussagekräftiges Anschreiben in der Verwaltung aussieht und wir zeigen dir auch genauere Infos über die einzelnen Aufgabentypen, Testteile und geben dir Tipps zur Vorbereitung. Wenn du dich also effektiv vorbereiten möchtest, sieh dir sehr gerne den ersten Link in der Videobeschreibung an. Das ist ein Link zu unserem Online-Testtrainer für den Einstellungstest zum Verwaltungswirt.
Die Ausbildung selbst ist dual aufgebaut. Du hast zum einen Theorieabschnitte in der Verwaltungsschule an einem Standort in deinem Bundesland und zum anderen auch Praxisabschnitte, Praktikumsphasen in der Verwaltungsbehörde. Diese wechseln sich ab, einmal ein paar Wochen oder Monate Theorie, dann wiederum Praxis in der Behörde. Das heißt, von Anfang an lernst du auch viele rechtliche Hintergründe im Theorieunterricht kennen und zum anderen lernst du auch gleich etwas in der Praxis und siehst, wie der künftige Arbeitsalltag in einer Verwaltung aussieht. Wenn du Interesse hast an dieser Ausbildung und noch weitere Fragen, dann schreibe mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, abonniere unseren Kanal für weitere Videos, wenn du dich für den öffentlichen Dienst interessierst und schau auch gerne auf unserer Website www.beamtentest-vorbereitung.de vorbei. Wir veröffentlichen auf diesem YouTube-Kanal regelmäßig Videos über den öffentlichen Dienst und das Auswahlverfahren und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut und viel Erfolg, dein Lukas.